Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der letzten Nacht, als die Kohlekommission am Abschlussbericht gefeilt hat, ist es gelungen, einen wichtigen Satz zum Thema Wasserhaushalt in den Kohlerevieren einzubringen. Ich bin sehr froh, dass meine Bemühungen sich gelohnt haben, dass das dort schriftlich fixiert ist. Und wir haben jetzt hier viel zur Versorgungssicherheit gehört, wir haben viel zu Preisen gehört, über den Strukturwandel, über die Arbeitnehmer in den Revieren. Aber wir haben uns zu dem Thema Umweltschutz im Bereich Wasserwirtschaft noch nicht geäußert. Und wenn ich mir den Gesetzesentwurf von den Grünen anschaue, erscheint das Wort an keiner Stelle, weder im Gesetzestext noch in der Begründung. Und das ist aus meiner Sicht ein gravierender Fehler. Ich habe bereits am 29. November letzten Jahres und am 31. Januar diesen Jahres auf diese Punkte hingewiesen, aber offensichtlich ist das nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Und deshalb möchte ich das jetzt ein drittes Mal an einem anderen Beispiel wiederholen, denn Wiederholung soll ein gutes pädagogisches Mittel sein, dass der eine oder andere sich mal etwas merkt. Bei den letzten Dingen bin ich auf die Mengen eingegangen. Ich möchte heute etwas zur Qualität sagen. Wenn es uns nicht gelingt, den Ausstieg so zu organisieren, dass die Restlöcher zeitiger geflutet sind als das aufsteigende Grundwasser im Kippenkörper, passiert das, was wir zurzeit im Praxistest an der sächsisch-brandenburgischen Grenze beobachten können. Wir bekommen eine Verockerung der Oberflächengewässer. Die Qualität wird so stark durch Eisenoxid, was aus der Pyritverwitterung kommt, das will ich jetzt hier im Einzelnen nicht erklären, könnte es aber. Dieses Eisenoxid führt dazu, dass die aquatischen Ökosysteme zerstört werden. Im Ergebnis dessen, und das kann man also, wenn man sich mal so ein Gewässer anschaut, genau beobachten, werden die dort vorhandenen Pflanzenreste nicht mehr abgebaut, sondern nur anaerob, und das hat zur Folge, dass neben CO2 große Mengen Methan frei werden. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja. Herr Kollege der AfD. Herr Schulze, ich nehme an, dass Sie aus Zeitgründen das nicht erklären können. Ich würde Sie einfach bitten, das dennoch zu erklären. Ich bin nämlich sehr interessiert daran. Vielen Dank. Was soll ich Ihnen erklären? Also wir haben in den tertiären Kippen Eisensulfid, also Pyrit. Dieses wurde durch den Tagebau belüftet. Anschließend kommt wieder eine Deckschicht drauf, aber die Belüftung hat dazu geführt, wenn das mit Wasser in Kontakt kommt, dass sich das Eisenpyrit über mehrere Schritte umwandelt in Eisensulfat und Eisenoxid. Das Eisenoxid ist dann als Ocker im Gewässer ab einer bestimmten Konzentration über 3 Milligramm sichtbar. So. Die Folgen sind, dass wir erhebliche Aufwendungen betreiben müssen, um diese Eisenoxidbelastung zu beseitigen. Und mit Kollegen aus der Lausitz, zwei lachen gerade, wir haben in der letzten Legislaturperiode gemeinsam unseren damaligen Finanzstaatssekretär überzeugen müssen, dass diese Situation nicht Ländersache ist, sondern Bundessache, weil sie durch das Ausfahren der Tagebau in den 90er Jahren entstanden ist. Das kostet uns in dieser Periode das Verwaltungsabkommen zwischen 75 und 100 Millionen Euro. Und das ist nur ein ganz kleiner Hotspot. Wenn wir das jetzt flächendeckend durchführen, entstehen solche Hotspots an vielen Stellen und wir werden Folgekosten haben, die weit über das Jahr 2038 hinausgeht. Und diese müssen wir dann sicherlich aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Und das kann man meiner Meinung nach bei der gesamten Debatte nicht ausblenden. Wir hatten am vergangenen Wochenende eine Veranstaltung von der CDU Brandenburg und dort gab es einen Antrag der Schülerunion und diese haben auch gesagt, wir wollen bis 2030 sofort aus der Braunkohle aussteigen. In der Debatte
die wir da geführt haben, habe ich noch mal diese Zusammenhänge etwas weiter, als ich hier Zeit habe, ausgeführt. Und da sind einige hinterher zu mir gekommen und haben sich bedankt und haben gesagt, endlich erklärt uns einmal einer die gesamten komplexen Zusammenhänge und jetzt sehen wir das eine oder andere etwas anders als bisher. Und vielleicht gelingt das heute mit meinem kleinen Beitrag, dass man auf der Strecke auch mal weiter nachdenkt und wir uns überlegen sollten, wie wir das Thema insgesamt angehen. Denn Umweltschutz ist nicht nur Klimaschutz, sondern zum Umweltschutz gehört unter anderem auch Wasserhaushalt und auch andere Dinge, über die wir ja morgen in der Aktuellen Stunde hier noch debattieren werden. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Schulze. Und die Kollegin Dr. Nina Scheer ist die letzte.